Angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Fraktion der Piraten. Das ist die Drucksache 14/166, vernachlässigte Stadtbahninfrastruktur sanieren, ÖPNV von finanziellen Altlasten befreien. Ich möchte noch einen Hinweis geben auf den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP. Das ist die Drucksache 14/251. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten dem Kollegen Bayer das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Fahrgäste am Livestream, die welches Gerät Sie für Ihren Livestream auch immer nutzen, der Steuerungstechnik unserer Stadtbahnen auf jeden Fall um Jahrzehnte voraus sind. Nicht nur die Pendlerinnen und Pendler, die mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren, die gesamte Verkehrsinfrastruktur unserer Großstädte baut auf antike Technik, auf die Tunnel und die Strukturen der Stadtbahnsysteme. Ohne sie würde der Verkehr zusammenbrechen. Ohne die Stadtbahn würden die Lebensadern der Gesellschaft und der Wirtschaft in unseren Ballungsräumen stocken. Duisburg und Köln mag man jetzt den schlechtesten Nahverkehr Deutschlands diagnostiziert haben, aber nun stellen Sie sich die beiden Städte mal im Berufsverkehr vor. So, und dann noch mal, und zwar ohne Stadtbahn. Und da wird deutlich, dass die Stadtbahn auch für diese Städte dringend notwendig sind. Und obwohl der Nahverkehr für dieses Land so bedeutsam und so wichtig ist, wird er sträflich vernachlässigt. Unser Verkehrsminister hier feiert die Aufmerksamkeit für die marode Infrastruktur, die die A1-Brücke gebracht hat und die es ermöglicht hat, auch Geld vom Bund für die Sanierung zu erhalten. Das ist schön. Aber denkt die Bundesregierung, denkt Herr Dobrindt daran, auch Geld für die nachholende Sanierung der Stadtbahn bereitzustellen für den ÖPNV? Nein. Öffentlicher Personenverkehr kommt bei Herrn Dobrindt nicht vor, obwohl die Vergabe von Bundesmitteln dafür verantwortlich ist, dass sich allein die Kosten für die Sanierung der Stadtbahnsysteme in NRW auf 3,1 Milliarden Euro summieren. Nur für die nachholende Sanierung, nur den Sanierungsstau, das Reparieren von Versäumnissen, nicht für den Ausbau und den Regelerhalt. Denn der Bau vor allem von U-Bahn-Strecken wurde gefördert, damit die Straßenbahn den Autoverkehr nicht stören. Und in Instandhaltungsrücklage sah das Bundesprogramm nicht vor und um Erhalt kümmerte sich niemand. Jetzt, oder selten jemand, jetzt sieht es bei den Stadtbahnen schlimmer aus als mit den Autobahnbrücken. Und ja, die Verkehrspolitik hat es in beiden Fällen verdrängt, dass eine Infrastruktur nicht nur eröffnet, sondern auch erhalten werden muss. Aber um die Stadtbahn kümmert sich noch heute, zumindest was die finanzielle Ausstattung betrifft, niemand. Dabei will man den ÖPNV ja gerne noch weitere Aufgaben zuteilen, vom Klimaschutz bis Barrierefreiheit. Es kommen neue Herausforderungen wie Digitalisierung bis Carsharing. Und viele Großstädte müssen wegen ihrer unzureichenden Luftreinhaltepläne dort auch nacharbeiten. Und das bedeutet dann Fahrverbote für Diesel oder eben mehr ÖPNV. Und dabei müssen wir auf Elektromobilität setzen. Und das heißt im Wesentlichen auf Stadtbahnen. Aber allen Neuinvestitionen im ÖPNV sitzt die Altlast im Nacken. Ja? Jedem Ausbau und jeder Verbesserung des Nahverkehrs steht das Argument der Unfinanzierbarkeit gegenüber, weil da ja noch die Schulden und der finanzielle Berg des Sanierungsstaus drohen. Der Sanierungsstau gefährdet so die Sicherstellung eines zuverlässigen ÖPNV-Angebots mit der leichten Schiene als Rückgrat des kommunalen Nahverkehrs. Und der gepriesene RAX wird ohne leistungsfähige Stadtbahn in unserem Ballungszentrum keines der gesteckten Ziele erreichen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen unsere Städte hier nicht alleine lassen. Denn sie müssen die Lebensadern unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft reparieren können, damit sie anschließend pflegen und an neue Anforderungen anpassen können. Aber nur wenn wir diesen Städten helfen, sich von der Altlast zu befreien, werden sie wieder handlungsfähig. Erst dann können sie wieder sich vollumfänglich um den Ausbau des lokalen ÖPNV-Angebots widmen. Die Finanzierung der nachholenden Sanierung muss vor allem aus anderen Finanzierungstöpfen kommen und von den sonstigen Finanzierungstöpfen des ÖPNV getrennt werden. Dies hat die Enquetekommission zu Finanzierungsoptionen des ÖPNV in NRW festgestellt und die Einrichtung eines entsprechenden Programms zur nachholenden Sanierung empfohlen. Ich fordere nun diese absolut notwendigen Schritte bei der Landesregierung auch ein, und zwar umgehend, denn werden erst die neuen Koalitionsverträge geschrieben sind, vor allem im Bund,
wenn erst angedacht und geplant und geschrieben sind, dann ist es zu spät. Das Thema hat jetzt deshalb hier seinen Platz, auch vor dem Wahlkampf. Dann kann die Landesregierung bis zur Wahl in NRW und vor dem Wahlkampf im Bund die Weichen stellen. Und NRW ist hier der richtige Ort, das richtige Land. Denn NRW muss mit der lautesten Stimme sprechen, denn es leidet auch am meisten unter dem Versäumnis in der vergangenen Jahrzehnte. Und ja, es sind vor allem die Ruhrgebietsstädte, vielleicht auch selber schuld, vielleicht, aber Schwamm drüber. Auch Bielefeld, die beim Stadtlandtunnel mit der Instandhaltungsrücklage gearbeitet haben. Und auch alle Städte und Gemeinden ganz ohne Stadtbahn werden davon profitieren, wenn der öffentliche Nahverkehr im ganzen Land besser wird. Noch ein ganz kurzes Wort zum FDP-Entschließungsantrag. Kollege. Ich sehe, wir sind uns da einig, kommen zum Schluss. Aber Sie haben im Beschlussteil jetzt aus Versehen den ÖPNV nicht mehr konkret genannt. Ich gucke mir jetzt an, wie die Rede aussieht, bin aber sehr zuversichtlich und tendiere zur Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Für die SPD spricht der Kollege Becker. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, in der Tat, die Stadtbahninfrastruktur in den Kommunen ist in der Tat in einem stark verbesserungswürdigen Zustand. Sie schreiben in Ihrem Antrag von einem Volumen von 3,1 Milliarden Euro. Herr Rehbaum hat in der ÖPNVG-Anhörung von 2 Millionen Euro gesprochen. Ich gehe mal davon aus, das ist auch nicht geraten. Es gibt andere Untersuchungen, die wieder andere Zahlen nennen. Das ist also ohne Zweifel richtig. Die Landesregierung hat das ja auch erkannt und im ÖPNV-Gesetz bei den Investitionsmaßnahmen im besonderen Landesinteresse in § 13 auch ein Programm zum Erhalt und zur Finanzierung, zur Erneuerung der Infrastrukturen von Stadt- und Straßenbahnen eingerichtet. Hierzu soll es zunächst ein Gutachten geben, wo der Bedarf für nachholende Erneuerungsinvestitionen festgestellt und priorisiert wird. Dieses Gutachten wird im Frühjahr 2018 vorliegen. Auf der Basis der dort gewonnenen Erkenntnisse wird das Programm für größere nachholende Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen genutzt werden. Das ist auch der Zeitpunkt, wo wir die Empfehlungen, die ja einstimmig waren, der Enquetekommission aufzunehmen haben und entsprechend umgesetzt haben. Ich will gerne einräumen, Frühjahr 2018 wird für die Piraten zu spät sein, aber es ist klug und weitsichtig, in dieser Frage Gründlichkeit vor Schnelligkeit auch walten zu lassen. Das haben im Übrigen auch die Experten in der Anhörung zum ÖPNVG deutlich gemacht und auch diese Initiative begrüßt. Klar ist, auch in dieser Frage können sich die Kommunen auf das Land verlassen. Wir werden den Kommunen auch in dieser Aufgabe unterstützend zur Seite stehen. Insofern ist der Antrag der Piraten durch Regierungshandeln erledigt und abzulehnen. Das ist immer so einfach. Ja, ist aber so, ist aber so. Wir haben das Programm, steht im ÖPNVG drin. Haben Sie ja nicht mitbeschlossen. Aber es steht im ÖPNVG drin und es steht auch das Verfahren drin, dass da erstmal ein Gutachten gemacht werden soll. Das ist auch richtig so, angesichts der vielen Zahlen, die kursieren, sollte man da wirklich mal gucken, wie die Prioritäten zu setzen sind und wie der Bedarf da in der Tat ist. Dann Herr Kollege, haben wir gerade Frage auf den des Kollegen Lambler, ich weiß jetzt nicht genau, wer der Kollege von Herr Bayer, ja, Kollegen gerne. Bayer zugelassen, der auf dem Platz von Herrn Lambler sitzt. Bitte. Gerne, gerne. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ja, eine ganz einfache Frage, wie viel Prozent des Bedarfs dieser, ob es nun 2 Milliarden oder 3,1 Milliarden, es kommt ja immer darauf an, bis wann, 3,1 Milliarden bis 2025, wie viel Prozent dieses Bedarfs deckt denn das ab, was durch das ÖPNVG dann ermöglicht wird? Ja, das werden wir ja sehen müssen, das werden wir auch in Prioritäten festlegen. Und wir werden dann auch darüber reden müssen, inwieweit wir in der Tat die Anregungen der Enquetekommission aufnehmen müssen. Aber es hat auch keinen Sinn, jetzt im Nebel zu stochern und nach dem Motto, wer bietet am meisten, wer sieht den größten Bedarf. Und es macht doch Sinn, zu gucken, welcher Bedarf ist wirklich da, wo muss er priorisiert werden und wie kann er priorisiert werden. Nächster Punkt, ich habe gerade erst auf den Tisch gekriegt den Entschließungsantrag der FDP. Ich konnte ihn nur überfliegen. Das, was ich überflogen habe, hörte sich nach dem üblichen Wahlkampfgetöse an, dass Sie in den nächsten
Wochen und Monaten ja hier noch an den Tag legen werden, wo Sie wieder mit der Infrastruktur anfangen. Sie haben nicht gemerkt, wir sind längst auf dem Weg, die Infrastruktur hier auf Vordermann zu bringen. Ich sage nur Bundesverkehrswegeplan, ÖPNV-Gesetz. Wir geben 127,5 Millionen Euro Rekordsumme für den Erhalt von Landesstraßen aus. Sie haben es nicht gemerkt, wir sind längst auf dem Weg. Von daher werden wir auch diesen Antrag ablehnen. Vielen Dank, Herr Kollege Becker. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Rehbaum. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Beginnen möchte ich mit einigen Schlagzeilen. Investitionsstau, Nahverkehr im Revier droht der Kollaps. NRZ vom 25. Mai 2015. Das geteilte Land, maroder Westen. Fokus vom Dezember 2014. Viele Stadtbahnen in NRW sind marode. Rheinische Post aus dem März 2016. Stadtbahn vor Kollaps. Umstieg auf Bus droht. Der Westen, 14.04.2011. Alle diese Überschriften leiten zu dem Thema marode Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen über. Schienen, Brücken, Tunnel und der Fuhrpark der kommunalen Bahnen stammen oft noch aus den 70er und 80er Jahren und sind sanierungsreif, und die Fahrgäste sind genervt. Die Analyse der Piraten über den Zustand und die Sanierungsbedürftigkeit der ÖPNV-Infrastruktur teilen wir. Dass bei Erhaltungsmaßnahmen im ÖPNV und SPNV dringender Handlungsbedarf besteht, ist aber keine neue Erkenntnis. Das hatte die ÖPNV-Zukunftskommission NRW in ihrem Abschlussbericht bereits 2013 festgestellt. Ich zitiere: Nur mit den notwendigen Erneuerungsinvestitionen kann der ÖPNV leistungsfähig bleiben oder werden. Bund, Land und Aufgabenträger sind gefordert, die hierfür erforderlichen Finanzmittel vordringlich bereitzustellen. Dieses Zitat habe ich insbesondere für die antragstellende Piratenfraktion vorgetragen. Und ich wiederhole noch einmal das Wichtigste. Gefordert sind bei der Finanzierung der Bund, das Land und die Aufgabenträger. Die Forderung des Piratenantrags richtet sich allerdings nur an den Bund. Das ist unseriös und weltfremd. Daher ist der Antrag für uns nicht zustimmungsfähig. Wir werden ihn ablehnen. Dieser Tunnelblick nach Berlin ist unangebracht, auch wenn es sich dabei um Tunnelsanierungen handelt. Im Übrigen verdient der Bund an dieser Stelle ein Lob. Der Bund hat sich am 14. Oktober 2016 zur dauerhaften Fortzahlung der Kompensationsmittel gemäß Entflechtungsgesetz auch nach dem Jahr 2019 bereit erklärt. Diese Mittel sollten ursprünglich im Zeitfenster bis 2019 massiv abgeschmolzen und ab 2019 auf null heruntergefahren werden. Nordrhein-Westfalen bekommt weiterhin zuverlässig diese rund 130 Millionen Euro pro Jahr für den ÖPNV vom Bund. Und dazu kommen ja noch die Regionalisierungsmittel. Sehr geehrte Damen und Herren, die rot-grüne Landesregierung kann ich beim Thema Sanierung der ÖPNV-Infrastruktur nicht mit Kritik verschonen. Die Regierung Kraft hat im Jahr 2012 die pauschale Investitionsförderung um 30 Millionen Euro gekürzt und den Stadtbahnen bis heute 150 Millionen Euro entzogen. Die CDU hat schon 2012 vor diesen Kürzungen der Stadtbahnmittel gewarnt. Das war der Tiefpunkt rot-grüner Verkehrspolitik. Auch der VDV hat damals Kritik an der Landesregierung geäußert. Eine Studie des VDV hatte ergeben, dass Kommunen und Verkehrsbetriebe in Nordrhein-Westfalen bis 2016 rund 1,1 Milliarden Euro in die Erhaltung ihrer U-Bahn- und Straßenbahnsysteme investieren muss. Bis 2025 sind weitere rund 2 Milliarden Euro für diese Erneuerungsinvestitionen erforderlich. Die Regierung Kraft wusste also von den Zuständen bei den Stadtbahnen und hat trotzdem massiv gekürzt. Pünktlich vor der Wahl kuriert Rot-Grün ihren historischen Fehler, und ich kann nur sagen, das kommt 5 Jahre zu spät. Auch was die Verteilung der Regionalisierungsmittel angeht, hat Rot-Grün Fehler begangen. Wegen absurder Pläne für eine unrealistische Magnetschwebebahn der SPD-Alleinregierung in den 90ern entgingen Milliarden für den NRW-SPNV. Denn seit 1996 bekommt Nordrhein-Westfalen viel weniger Regionalisierungsmittel, als uns nach Länderproporz zustehen. Auch bis 2030 werden wir weniger bekommen als nach Königsteiner Schlüssel, nämlich statt 21,24%
für 2016 nur 16,41%. Das sind 390 Millionen Euro zu wenig, allein für das Jahr 2016. Was hätten wir davon alles sanieren können? Der Blick zurück ist nötig, weil Versäumnisse von der Landesregierung auf den Tisch müssen. Die Menschen haben ein Recht darauf zu wissen, was NRW entging. Der Blick zurück hilft aber den genervten Fahrgästen in Nordrhein-Westfalen kein bisschen. Fakt ist, es fehlen rund 3 Milliarden Euro, um die städtischen Bahnen in Nordrhein-Westfalen in Schuss zu bringen. Was wir jetzt brauchen, ist eine Taskforce von Land und Kommunen, die schnellstens Bedarfe ermittelt und einen Finanzierungsplan aufstellt, der klare Prioritäten setzt. Erstens Sicherheit und Brandschutz, zweitens Barrierefreiheit und drittens Leistungsfähigkeit der Stadtbahnsysteme in Nordrhein-Westfalen. Das wird in dieser Wahlperiode wohl nicht mehr klappen, aber nach dem 14. Mai sind 5 Jahre dazu Zeit und wir sind dazu bereit. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rehbaum. Für die Fraktion Die Grünen spricht der Kollege Beul. Herr Präsident, meine Damen und Herren Kollegen und Kolleginnen! Ich glaube, die leuchtende Zeit, die Herr Rehbaum im Prinzip für die Zukunft erwartet, die haben wir schon lange. Denn ja, ich werde auch nachher in meinem Vortrag im Prinzip darauf noch einmal zurückkommen. Heute vor 20 Tagen haben wir in diesem Haus den Bericht der Enquetekommission Finanzierungsoptionen des öffentlichen Personenverkehrs in Nordrhein-Westfalen zur Kenntnis genommen. Ausführlich haben wir vor 20 Tagen über die in der Kommission diskutierten Verbesserungsvorschläge und notwendigen Maßnahmen bereits hier im Hause gesprochen. Dabei ist die vorangegangene Debatte über den ÖPNV in NRW kaum länger her, verglichen mit den üblichen zeitlichen Maßstäben im ÖPNV, etwa für Fahrzeugnutzung oder das Herstellen der Schieneninfrastruktur. Denn Mitte Dezember 2016 hat der Landtag NRW das 8. Gesetz zur Änderung des ÖPNV-Gesetzes NRW beraten und beschlossen. Zwei große Debatten zum öffentlichen Personenverkehr innerhalb gut eines Monats, das ist in anderen Bundesländern keineswegs der Fall. Für mich spiegelt es den Stellenwert wider, den der ÖPNV in Nordrhein-Westfalen für Rot-Grün hat. Bei genau dieser Diskussion des ÖPNV-Gesetzes Mitte Dezember sprachen wir und ich persönlich über die neu ins Gesetz aufzunehmenden Fördertatbestände. Wir sprachen auch von § 13 Absatz 1 Nummer 3, in dem es wörtlich heißt, ich zitiere, drittens Investitionsmaßnahmen zum Erhalt und zur Erneuerung der Infrastrukturen von Stadt- und Straßenbahnen sowie dem SBNV dienenden Infrastrukturen öffentlicher nicht bundeseigener Eisenbahn. Was bedeutet das im Klartext? Dies wurde als Problem schon lange erkannt. Darauf müssen wir nicht hingewiesen werden, nicht von Piraten, nicht von der CDU. Es gibt die Notwendigkeiten, Kommunen mit einer Stadtbahn beim Erhalt der Infrastruktur zu unterstützen. Denn die Kommunen, die das vornehmlich betrifft, sind selten in der Lage, alleine notwendige Sanierungen stemmen zu können. Sie müssen sich aber auch die Frage stellen, ob alle teuren unterirdischen Anlagen aus den 1960er und 1970er Jahren wirklich notwendig und zukunftsfähig sind. Wir haben dies erkannt und darum bereits im Dezember im Gesetz neu diese Fördermöglichkeiten für die betroffenen Kommunen geschaffen, damit die Finanzmittel für die Sanierung ihrer Stadtbahnstrecken von ihnen akquiriert werden können und diese für zukünftige Generationen bewahrt werden. Dafür ist es mit Sonderprogrammen des Landes nicht getan, die hier die Piraten beantragen. Deshalb geht auch dieser Teil des Antrages, liebe Kolleginnen und Kollegen der Piraten, leider fehl. Solche Sondermittel und Programme sind im Regelfall die ersten, die bei Finanzknappheiten dann durch das jeweilige Finanzministerium auch einkassiert werden können. Darum bevorzugen wir Grüne im Landtag NRW eine solide gesicherte Finanzierung innerhalb der ÖPNV-Gesetze gegenüber Sondertöpfen im Landeshaushalt. Und wenn wir schon von mehr Mitteln reden, dann möchte ich auf etwas hinweisen. Rot-Grün hat mehr Geld für den ÖPNV in NRW organisiert. Rückwärtend seit 1. Januar 2016 haben wir mehr Mittel für den ÖPNV in Nordrhein-Westfalen. Der Anteil Nordrhein-Westfalens an den Regionalisierungsmitteln des Bundes wird bis 2030 schrittweise auf 19% steigen. Dieser Mittelzuwuchs ist erheblich und muss sinnvoll investiert werden, statt wie ein Nimmersatt nach immer mehr zu schreien. Zusammengefasst, wir sind schon dabei und haben schon mehr. Deshalb lehnt die Fraktion Grün im Landtag NRW den Antrag der Piraten ab. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und dafür, dass wir in 3 Monaten zum 3. Mal über den ÖPNV in NRW diskutieren konnten. Er hat es verdient. Vielen Dank, Herr Kollege Beul.
Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Christoph Rasche. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir reden mal wieder über Infrastruktur und über ÖPNV. Lieber Kollege Becker, da brauchen wir doch nicht von Wahlkampfgetöse reden, haben wir doch gar nicht nötig. Und in der Tat, was Sie gerade kritisiert haben bei unserem Entschließungsantrag, das war inhaltlich genau das, was wir zwei Jahre lang in der Kommission vertreten haben. Und da sind Sie gar nicht auf die Idee gekommen, das mit Wahlkampfgetöse zu verbinden. Das tun Sie nur jetzt bei gleichem Sachverhalt, weil halt im Mai die Wahl ansteht, hat also mit dem Thema gar nichts zu tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie bei Schiene, Straße und Binnenschifffahrt haben wir auch bei Stadtbahnen und bei der ÖPNV-Infrastruktur einen riesigen Sanierungsstau und einen riesigen Investitionsstau. Sich dabei dann nur, so wie in diesem Antrag geschehen, auf das Stadtbahnsystem zu konzentrieren, ist falsch, denn das Problem haben wir überall. Das Thema nachholende Sanierung ist also bei allen Verkehrsträgern eine riesige Aufgabe, die über Jahrzehnte lang sowohl vom Bund als auch vom Land vernachlässigt wurde. Der riesige Investitionsstau, Sanierungsstau, ist also durch Unterlassung entstanden, durch Unterlassung des Staates. Also ist auch der Staat dafür verantwortlich, diese Unterlassung wieder gerade zu biegen und den Sanierungsstau konsequent abzubauen. Leider hat in diesem Zusammenhang die Große Koalition in Berlin die diesbezüglichen Vorschläge der Bodewig-Kommission, die ja genau das Thema für alle Verkehrsträger aufgegriffen hat, fast vollständig ignoriert. Komme ich kurz zur Enquete-Kommission. Dort hat die FDP-Fraktion mit meinem Kollegen Thomas Nückel umfangreiche Vorschläge gemacht, wie man mit dieser Diskussion umgehen kann, wie man diese Probleme beseitigen kann. Klar haben wir argumentiert, dass der Bund in der Verantwortung steht und diesem Sanierungsstau begegnen muss. Wir haben versucht, das in eine Bundesratsinitiative münden zu lassen. Das wurde allerdings in der Enquete abgelehnt. Insbesondere die Kollegen der CDU taten sich schwer mit diesem Vorschlag. Denn natürlich liegen die Widersprüche auf der einen Seite die Bodewig-Kommission mit 16 Landesverkehrsministern, unter anderem auch Mike Roschek, auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Koalitionsvertrag und sein Inhalt. Dieser Widerspruch liegt auf dem Tisch und dem muss man natürlich begegnen und das ist in so einem Zusammenhang schwer, wenn diese Widersprüche bestehen, erst recht unmittelbar vor bevorstehenden Wahlen. Also lag jetzt vergangene Woche dieser Antrag der Piraten zu diesem sehr umfangreichen Thema auf dem Tisch, allerdings nur verbunden inhaltlich mit einem Teilaspekt der FDP-Fraktion, den wir vorgeschlagen haben in der Enquete-Kommission. Deshalb haben wir unsere gesamte Argumentationskette in unserem Entschließungsantrag zusammengefasst, inklusive Bundesratsinitiative, und stellen das heute noch mal zur Abstimmung. Zur Wahrheit, und lieber Herr Becker, Wahlkampfgetöse hin und her, gehört aber auch das Abstimmungsverhalten zu beiden Anträgen, die Koalition hat die Mehrheit, ist vorhersehbar. Und deswegen kommt auf uns alle gemeinsam die Aufgabe nach der nächsten Landtagswahl wieder zu, auch völlig unabhängig von irgendwelchen Gutachten, die ja eine Problemlösung nur auf die Länge schieben, kommt die Aufgabe auf uns zu, dieses riesige Problem vom Finanzen, Transparenz im ÖPNV und die Behebung des Investitionsstaus dann endlich zu diskutieren, zu lösen und zu stemmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Herr Kollege Raschen, für die Landesregierung spricht Herr Minister Groschek. Ja, bin ich schwer offen. So, aber jetzt ernsthaft. Am Rande der Bundesversammlung sprach mich mein sehr guter Freund, der Parlamentspräsident von Thüringen, Karius, an und sagte, dabei den Regionalisierungsmitteln habt ihr uns aber tierisch über den Tisch gezogen. Ja, ich wiederhole doch nur, was der Parlamentspräsident von Thüringen, ein Mitglied der CDU, zu mir gesagt hat am Rande der Bundesversammlung. Dem habe ich jetzt nicht zu heftig widersprochen, weil wir das Geld ja Aufbau West gut gebrauchen können. Und demgemäß handelt die Landesregierung. Wir haben die Finanzierung rund um den öffentlichen Personennahverkehr rundum erneuert. Regionalisierungsmittel sind neu für NRW positiv gestaltet worden. Entflechtungsmittel sind abgesichert worden, wichtig für NRW. ÖPNV-Gesetz, Novelle, Becker und Beu haben darauf hingewiesen, haben wir explizit nach dem vernünftigen rot-grünen Prinzip
Erhalt von Neubau mit Optionen versehen. Denn jetzt können endlich auch Erneuerungs- und Erhaltinvestitionen finanziert werden. Und wir haben am Freitag erfolgreich dafür gekämpft, dass das Bundes-GVFG längerfristig abgesichert wird. Also Stadtbahnen gebaut werden können, Straßenbahnen als U-Bahnen für Schlaue gebaut werden können. Und wir haben gemeinsam mit dem Saarland gegen bockbeinige Christdemokraten erreicht, dass Fairness herrscht bei den Vergaben im öffentlichen Personenverkehr. Denn wir werden nicht zulassen, dass privat vor Staat die Entkommunalisierung unserer Nahverkehrsbetriebe vorantreibt. Die CDU hat blockiert. Das Saarland mit Kramp-Karrenbauer war gescheit genug, sich aus dieser Geiselhaft des Kanzleramtes zu befreien. Deshalb einmal mehr schönen Gruß ans Saarland. Es gibt Ministerpräsidentinnen, die zwar das falsche Parteibuch, aber die richtige Meinung haben. Herr Minister, wunderbar. Würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Rehbaum zulassen, der auf dem Platz von Herrn Liedenkämper sitzt? Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Ist Ihnen bekannt, dass die CDU... Herr Präsident und dann der Minister. Okay. Oh, Entschuldigung. Ja, selbstverständlich. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Minister, dass Sie die Frage zulassen. Ist Ihnen bekannt, dass die CDU-Landtagsfraktion einen Antrag gestellt hat, der darauf abzielte, repräsentative Löhne für Busfahrer in den Nahverkehrsplänen festzuschreiben? Ja, das belegt ja nur unsere These, dass die nordrhein-westfälische CDU keinerlei Einfluss auf Bundesebene hat. So. Herr Rehbaum, das sagen wir ja immer, Sie haben es bestritten bis gerade. Dass Sie das jetzt bestätigen, finde ich schon mal als ersten Schritt zur Einsicht vernünftig. Jetzt zum Thema zurück. Es gibt unterschiedliche Bedarfsschätzungen. Es ist klar, dass die Betroffenen von einem riesigen Bedarf ausgehen und diejenigen, die diesen Bedarf mit Geld decken sollen, eher kleinere Bedürfnisse sehen. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen einen objektiven Maßstab. Wir werden ein Gutachten beauftragen, um endlich mal eine realistische, belastbare Zahl zu haben, wie hoch, wie viel Milliarden nachholende Erneuerung wir brauchen. Bei diesem Problem stellt sich natürlich neben Land- und Bundesfinanzierung auch die Frage der kommunalen Finanzierungsfähigkeit. Denn es ist oft kommunale Infrastruktur, wo eben sträflich nicht Vorsorge getroffen wurde, um zu erneuern und zu erhalten. Das hängt auch damit zusammen, dass bei unserem rot-grünen Regierungsantritt 2010 über 130 Städte in Haushaltsnot getrieben worden waren durch die Vorgängerregierung. Inzwischen sind es weniger als 10. Also ist die Finanzierungsfähigkeit der Städte insgesamt gestiegen und damit auch die Möglichkeit, in den ÖPNV zu investieren, größer geworden. Mit Rot-Grün wird dieses Land mobil, mit Schwarz-Gelb stand dieses Land im Investitionsstau. Ja, nachweislich. Und dass Sie dann noch hingehen, auf dem Rücken der Ärmsten ÖPNV-Politik machen zu wollen, ist schon stark. Das Sozialticket ist der Renner. Und die Inanspruchnahme zu diffamieren als Investitionsbremse fällt auch wirklich nur Ihnen ein, uns nicht. In diesem Sinne bin ich froh, wenn auch der neue Landtag regelmäßig über den Verkehr diskutiert. Denn Verkehrspolitik hat höchste Priorität, hoffe ich jedenfalls. Herr Minister, würden Sie noch einen Moment hier bleiben? Ja. Es liegt der Wunsch nach einer Kurzintervention des Herrn Kollegen Bayer vor, der auf dem Platz von Herrn Lambler sitzt. Bitte schön. Okay, funktioniert das? Ja, jetzt. Vielen Dank. Wir wollten ja nicht bis 2018, 19 oder 2020 warten, bis überhaupt erst mal Erkenntnisse vorliegen. Aus unserer Sicht liegen genug Erkenntnisse vor, um die nachholende Sanierung schon mal anzufangen. Das ist ja ein riesengroßer Batzen. Und ich frage mich auch, wird oder wurde das Gutachten schon bereits beauftragt, von dem ja die Rede war? Und von Ihnen, Herr Minister, möchte ich konkret wissen, wie dringend schätzen Sie denn den Bedarf ein, allein zum Beispiel in Essen, Mülheim, Oberhausen oder Duisburg, wo Sie sich auskennen, wie dringend ist da der Bedarf? Hat das bis 2018 Zeit? Und dann natürlich nochmal die Wiederholung der Frage, wie viel Prozent
oder ich sage besser Promille des Bedarfs haben Sie denn bereits erreicht zu realisieren bzw. wird realisiert durch die ganz kleinen Minischritte, die gemacht wurden. Und ich füge aus meiner Sicht dazu, die ja leider an anderer Stelle wieder Geld wegnehmen vom ÖPNV. Das wollen wir an dieser Stelle ja nicht. Wir wollen ja den ÖPNV eine Chance für die Zukunft lassen und diese nachholende Sanierung deshalb getrennt betreiben. Vielen Dank. Bitte schön, Herr Minister. Erstens wurde, glaube ich, hinreichend deutlich, wie ernsthaft die Landesregierung die Rundumerneuerung der Finanzierungsvoraussetzungen zu einem wesentlich besseren gewendet hat. Das ist von unschätzbarem Wert für den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen, der über Jahrzehnte nicht genügend Rücklagen hatte, um zu investieren. Durch unsere Hilfe wurden die Regionalisierungsmittel aufgestockt. Wir werden bis 2032 2,7 Milliarden freie Mittel haben, um Investitionsschwerpunkte zu setzen. Und ich bin froh, dass der Landtag mit qualifizierter rot-grüner Mehrheit Handlungsspielräume eröffnet hat durch eine kluge, intelligente, vorausschauende ÖPNV-Genowelle. Das war die Großtat dieses Landtags im Bereich öffentlicher Personennahverkehr. Dass das ermöglicht wurde und Handlungsspielräume für alle eröffnet wurde, ist bemerkenswert und ist in Deutschland ohne Vergleich. Es gibt keine bessere ÖPNV-Ausstattung durch das Land und durch den Bund als in unserem Land, jedenfalls nach Rundumerneuerung. Das gilt jetzt für die Regionalisierungsmittel. Die aber nichts mit dem ÖPNV zu tun haben. Wir haben über die Entflechtungsmittel gesprochen. Die Entflechtungsmittel fließen 1:1 im Verkehrsbereich weiter. Davon profitieren die Städte doppelt. Erstens bleibt es dabei, dass unser Finanzminister Norbert Walter-Borjans die Zusage gemacht hat, dass sich die Städte darauf verlassen können, jährlich mit mindestens 130 Millionen Euro zusätzlichen Investitionen rechnen zu können, damit wir die Investitionsbrüche im kommunalen Straßenbau überbrücken können und aufholen können. Norbert Walter-Borjans hält keinen einzigen Euro für sich, sondern investiert jeden Bundeseuro in das kommunale Straßennetz. Und dafür gebührt ihm ausdrücklich Dank. Das Gleiche, Herr Minister, das ist eine Kurzintervention und keine neue Rede. Das ist eine Kurzintervention und keine neue Rede. Und die Zeit ist lange um. Hier hat keiner mehr eine Frage. Ich finde, Sie sind so in Schwung, aber die Zeit ist lange um. Tut mir leid, dass er so ein Ende findet. Der Minister hat ihm noch so viel mitzuteilen. Ich sage, der Minister hat ihm noch so viel mitzuteilen. Aber Kurzintervention ist Kurzintervention. Okay. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Erstens. Über den Antrag der Fraktion der Piraten, das ist die Drucksache 1466. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages, Drucksache 1466. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD, CDU, Grüne und der FDP bei Zustimmung der Fraktion der Piraten. Aber er ist abgelehnt und wir kommen zweitens zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der FDP. Das ist die Drucksache 14251. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte um das Handzeichen. Dankeschön. Ah ja. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen, bei Gegenstimmen der FDP und der Fraktion der Piraten und bei Enthaltung der CDU-Fraktion. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7.